Guten Morgen, liebe Kirchengemeinde. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich Herrn Frank Harzberger. Schön, dass Sie bei uns sind. Danke auch an allen anderen, die mitwirken. Morgenglanz der Ewigkeit, Licht von unerschaffenem Lichte, so heißt im Wochenlied. Auf diesen Glanz und dieses Licht wollen wir heute in der Predigt einmal genauer schauen. Abkündigungen für Sonntag, den 28. Januar 2024, letzter Sonntag nach Epiphanias. Die Gaben und Spenden vom 20.01. bis 26.01.2024 betrugen 361,59 €. Die Einzelbeträge entnehmen Sie bitte der Übersicht, die im Schaukasten aushängt und am Aushang der Kirche ausliegt. Die heutige Kollekte ist für die Jugendarbeit in unserer Gemeinde bestimmt. Die Einlagen im Klingelbeutel sind für die eigene Gemeinde bestimmt. Wie Sie über den Gemeindebrief schon mitbekommen haben, fährt die Kirchengemeinde vom 15.03. bis 17.03. zur Partnergemeinde nach Slate. Diese freut sich schon sehr auf viele Rohrer. Wir fahren mit BKWs und übernachten in privaten Unterkünften. Bei Michaela Clement oder auf dem Pfarramt können Sie sich gerne noch erkundigen oder auch anmelden. Die regelmäßigen Gruppen und Kreise treffen sich wie gewohnt. Herzliche Einladung zum Gottesdienst mit Abendmahl am kommenden Sonntag um 10 Uhr mit Pfarrerin Judith Köhler. Gleichzeitig ist auch Kindergottesdienst. Sonntags um 19 Uhr findet auch immer das Friedensgebet statt. Wochenspruch: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jesaja 60, 2. Ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott hier in die Kirche und auch nach draußen da, wo Sie uns jetzt auch immer zuschauen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, heute ist der letzte Sonntag nach Epiphanias und es ist immer noch Weihnachten. Was uns ganz oft nicht bewusst ist, denn wir, und da zähle ich mich dazu, wir sind ja schon so auf Frühling getrimmt. Aber erst mit dem heutigen Sonntag geht tatsächlich auch in der Kirche die Weihnachtszeit zu Ende. Also noch strahlt das weihnachtliche Licht hell. Von einem lichten Erlebnis spricht auch das Evangelium des heutigen Tages. Auf einem Berg sehen die Jünger Jesu verklärt und erkennen, dies ist Gottes Sohn. Hier ist gut sein, sagt Petrus. Lass uns Hütten bauen. Von Gott ganz ergriffen sind sie. Doch bei einem solchen Erlebnis kann niemand stehen bleiben. Jeder muss in den Alltag zurück. Und wenn ich in unsere momentane Welt schaue, dann auch oft genug ins Leid. Aber wir alle dürfen diesen hellen Schein mitnehmen, der uns ermutigt, weiter in Gottes Licht zu leben. So, wie es uns auch der Wochenspruch sagt. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wir singen gemeinsam das erste Lied, Licht, das in die Welt gekommen, die Strophen 1, 2 und 4. Thank you.
Du Gott voll Güte und Erbarmen, lädst die Beladenen und Erschöpften ein. Zu dir können wir kommen. Vor dir müssen wir uns nicht verstellen und verstecken. Bei dir legen wir unsere Lasten ab und holen Atem. Verhärtungen lösen sich in deiner Nähe und Dunkles wird hell in deinem Licht. Wie gut, dass du uns nahe bist. Amen. Siehe, nun kommt der Herrscher, und in seiner Hand ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Jauchze dem Herrn alle Welt, diene dem Herrn mit Freuden. Uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich. Siehe, nun kommt der Herr, der Herrscher, und in seiner Hand ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Kommt der Herr, der Herrscher, und in seiner Hand ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Thank you.
Lasst uns beten. Es werde Licht, hast du gesagt, guter Gott, und die Finsternis vertrieben. Es werde Licht, sagst du immer wieder, wenn düstere Wolken über uns stehen und uns die Sicht nehmen. Die Sicht auf den rettenden Weg, der uns aus der Dunkelheit herausführt. Die Sicht auf die Weite unserer Möglichkeiten, die uns hinter den Berg unserer Ängste erwartet. Die Sicht auf den Menschen an unserer Seite, der uns an die Hand nimmt und der uns Halt gibt. Wir danken dir, Gott, für das Licht, mit dem du unser Leben hell machst, immer wieder neu. Amen. Die heutige Lesung steht in der Epistel im zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde im Korinther im 4. Kapitel. Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenden Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Gemeinsam singen wir die Jahreslosung. Das Evangelium bei Matthäus im 17. Kapitel. Jesus nahm
mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf den hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Aufgaben aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
haben natürlich Strophen gesungen und keine Verse. Ich bitte den Versprecher zu entschuldigen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffenen Lichte, schick uns diese Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte und vertreib durch deine Macht unsere Nacht. Guten Morgen, sagt uns das Lied und lässt den Tagesbeginn kräftig strahlen und glänzen. Aber was glänzt da eigentlich? Die Sonne sicherlich. Oder höre ich da auch ein bisschen das Sprichwort Morgenstund hat Gold im Mund? Das ist ja so ein Spruch, der uns den Morgen attraktiv erscheinen lassen möchte. Schließlich erwartet uns als Frühaufsteher ein erfüllter Tag, an dem man viel schaffen kann und etwas erreicht. Eben Gold im Mund. Aber ehrlich gesagt, bei dem Lied passt das irgendwie nicht. Das ist kein fleißiges Morgenlied. Da geht es nicht um die tägliche Arbeit und den ersehnten Erfolg. Ich habe eher den Eindruck, dass in diesen drei Strophen ganz allmählich die Sonne aufgeht und das Licht die Dunkelheit und die Nacht vertreibt. Langsam wird es hell. Gedanklich bin ich dabei vielleicht unten im Schwabachtal. Ich sehe den Nebel in der Senke und von Osten über Brünst geht die Sonne auf. Das Tal wird heller und farbiger. Gelb-Gold strahlen die Baumspitzen. Ganz langsam kommt das Licht. Und kein Wecker schellt, kein Telefon bimmelt, keine E-Mail ploppt am Bildschirm auf. Es wird hell und es ist einfach schön. Die Nacht wird vertrieben, der Tag kommt. Ein unbezahlbarer Moment. Wahrscheinlich geht es wirklich um etwas Unbezahlbares und eben nicht um Morgenstund hat Gold im Mund. Es geht um das Erleben, dass es hell wird um mich herum und dass dieses Licht auch mich selber durchflutet. Wenn man so einen Sonnenaufgang aus dem Dunst erlebt, sich die Zeit nimmt, das auf sich wirken zu lassen, dann lässt das einen nicht kalt. Das Strahlen überträgt sich auf einen selber. Ich möchte Ihnen aus einem etwas unbekannteren Buch unserer Bibel vorlesen. Es steht im Buch der Weisheit Salomo. Sie ist schneller als alles und so rein und fein, dass sie durch alles hindurchgehen kann. Denn sie ist ein Hauch, der von dem allmächtigen Gott ausgeht, ein reiner Ausfluss seiner Herrlichkeit. Deshalb kann nichts Unreines in sie eindringen. Sie ist der Abglanz des ewigen Lichtes, der ungetrübte Spiegel von Gottes Macht, das Abbild seiner Vollkommenheit. Das erinnert mich an so eine Sonnenaufgangsszene. Da strömt etwas von Gott aus durch unsere Welt. Wenn wir uns dem aussetzen, dann wirkt das auf uns ein. Dann wird es heller in uns. Dann lässt sich das, was von Gott kommt, in uns nieder. Was da strömt, lässt sich schwer in Worte fassen. Die Weisheit Gottes steht in meiner Bibelübersetzung, aber
Es ist damit etwas anderes gemeint, als wir in Deutschland mit Weisheit verbinden. Diese Weisheit kann man nicht mit Klugheit oder Intelligenz gleichsetzen. Es geht um eine viel umfassendere Kraft Gottes, die uns Menschen erfüllen kann. Vielleicht ist es nicht verkehrt, wenn wir hier einfach vom Licht Gottes sprechen. Liebe Gemeinde, das Lied ist auch eine Werbung für den Sonntag. Also als den Tag, an dem man dieses Licht Gottes besonders erleben kann. Stehe auf, sagt das Lied, setze dich den Sonnenstrahlen Gottes aus. Verbarrikadiere dich nicht hinter der Arbeit, hinter tausend Dingen, die wichtig erscheinen. Lass gerne 6-mal in der Woche die Morgenstund Gold im Mund haben, aber mache an diesem einen Tag etwas anderes. Setze dich den Strahlen der Liebe und Weisheit Gottes aus. Erlebe das gemeinsame Singen, Beten, Reden und Hören im Gottesdienst. Sei mit deiner Familie zusammen, die Gott dir als Geschenk und Aufgabe an die Seite gestellt hat. Gehe hinaus und erlebe die Weite des Himmels, der sich endlos über dir erstreckt und etwas von der Größe Gottes erahnen lässt. Lass dich von dieser Kraft Gottes durchströmen. Und mit dieser Energie ausgestattet, macht die dritte Strophe auch einen Sinn. Gib, dass deiner Liebe Glut unsere kalten Werke töte und erweck uns Herz und Mut bei entstandener Morgenröte, dass wir, eh wir gar vergehen, recht aufstehen. Aufstehen sollen wir und etwas schaffen, und zwar das Richtige. Keine kaltherzigen Taten, sondern Werke der Liebe. Wer von Gottes Kraft durchströmt ist, dem kann auch anders handeln, kann Energie zum Guten aufbringen. Der weiß, dass er Fehler macht und schuldig an anderen wird. Aber er weiß auch, wer hinfällt, der kann auch wieder aufstehen und neu anfangen. Dass wir, ehe wir gar vergehen, recht aufstehen. Christian Knorr von Rosenroth hat dieses Lied verfasst. Er lebte im 17. Jahrhundert und war hochgebildet, Universalgelehrter, Schriftsteller und Kirchenlieddichter. Außerdem war er Hof- und Kanzleirat beim Herzog von Sulzbach-Rosenberg. Er hatte eine große politische Verantwortung. An seinen Entscheidungen hing das Wohl und Wehe vieler Menschen. Über die Zukunft und Weiterentwicklung des Bergbaus musste er entscheiden. Und zur gleichen Zeit suchten Evangelische in der Oberpfalz Asyl, da sie aus Tirol wegen ihres Glaubens vertrieben wurden. Als Christ an solcher Position zu stehen, auch mit der Aufgabe, gegebenenfalls unangenehme Entscheidungen zu treffen, das ist nicht leicht. Und das ist in der Gegenwart nicht anders. Ein Blick auf die aktuelle politische Situation lässt das für uns alle deutlich werden. Viele Menschen sind hin und her gerissen, weil sie sehen, dass jede Partei ihre Licht- und Schattenseiten hat. Die eine richtige scheint es nicht zu geben. Verantwortung wahrzunehmen als Politiker, als Bürger, als Eltern, als Unternehmer. Oft genug muss man damit Kompromissen leben, die einen selber nicht voll überzeugen, zu denen man sich aber dennoch durchringen muss. Mut haben zu Entscheidungen. Darauf vertrauen, dass Gott einem die rechte Weisheit gibt. Sich freuen, wenn man entdeckt hat,
dass man gut entschieden hat. Oder im anderen Fall seinen Fehler zur Kenntnis nehmen und wieder aufstehen und nun das Richtige tun. Darum geht es in dieser dritten Strophe. Und jetzt wollen wir gemeinsam die beiden letzten singen, 4 und 5. Liebe Gemeinde, auch mit den letzten beiden Strophen bleibt das Lied ein Morgenlied. Wieder ist vom Aufstehen die Rede und davon, dass man seinen Weg geht. Nur, dass sich die Szene ein wenig verschiebt. Nicht mehr vom Aufstehen aus dem Schlaf ist die Rede, sondern vom Aufstehen aus dem Tod. Einiges verändert sich. Auf der Freudenbahn gehen wir dann unseren Weg im Land der süßen Wonne. Im Rückblick merkt man den Unterschied zur Plage und den Tränen, die einem das Leben zuvor beschwerlich gemacht haben. Aber doch habe ich den Eindruck, dass Christian Knorr von Rosenrot Himmel und Erde nicht so stark gegeneinander setzt, wie es manche seiner Zeitgenossen getan haben. Oft genug erleben wir in alten Liedern den Kontrast. Hier auf der Erde nur Trübsal und Schmerz. Dann aber wird alles im Jenseits aufgehoben und dort ist alles paradiesisch. Man könnte fast vermuten, dass Welt und Himmel nichts miteinander zu tun hätten. Dieses Lied schlägt eine Brücke, indem es das Symbol des Lichts Gottes heranzieht. Himmel und Erde, Gegenwart und Zukunft werden vom gleichen Licht Gottes durchstrahlt. Das gleiche Licht vom gleichen Gott, natürlich in unterschiedlicher Intensität und Klarheit und in unterschiedlichen Situationen, aber doch das gleiche Licht. Das Licht Gottes, das uns im Jenseits, so hoffen wir, ungehindert erfüllt und durchströmt, das müssen wir in dieser Welt halt immer wieder gezielt suchen. Im Gottesdienst zum Beispiel, in Liedern, beim Lesen der Bibel oder Meditieren, da gibt es viele Möglichkeiten. Und doch findet man es nicht überall. So wie man halt den Sonnenaufgang unten im Schwabachtal an mancher Stelle besonders gut erleben kann. Suchen und finden muss da jeder von uns selbst. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, verletzlich wie wir sind, verwundbar, zerbrechlich, gezeichnet von den Lasten des Alltags und den Wirren des Lebens, danken wir dir, dass du uns immer wieder aufrichtest, hältst, hilfst und heilst. Wir danken dir für die Kraft, mit der du uns stark machst, wenn wir uns schwach fühlen, für den Mut, den du uns machst, wenn wir es mit der Angst bekommen, für das Licht, das du in uns entzündest, wenn wir von Dunkelheit erfüllt und umgeben sind. Wir bitten dich, Gott, schenke diese Kraft, diesen Mut, dein Licht allen, die ein tiefes Tal durchschreiten müssen, die in engen Grenzen gefangen sind, die vor hohen Mauern stehen und nicht mehr weiterkommen. Allen, deren Leben aus den Fugen geraten ist, die den Boden unter den Füßen verloren haben, über denen der Himmel zusammengebrochen ist. Allen, die eine traurige Nachricht verkraften müssen, die über eine schwere Enttäuschung hinwegkommen müssen, die eine schlimme Katastrophe erlebt haben, die vor dem Nichts stehen und wieder ganz von vorne anfangen müssen. Sei du bei ihnen, Gott, und hilf ihnen heraus aus ihrer Not, aus ihrer Krise, aus ihrer Enge, aus der Dunkelheit ihres Lebens. Und lass dein Licht und deine Herrlichkeit hell leuchten über ihnen. Und gemeinsam beten wir mit den Worten, die du uns durch deinen Sohn Jesus Christus gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.